In diesem Video sprechen wir darüber, was deine eigene Loyalität zu deinem Selbstkonzept mit Manifestation zu tun hat. Loyalität zu dir, Loyalität zu dem, was du weißt zu sein, dass du weißt, dass du alles bist, aus göttlichem Design, aus der Fülle, aus der Erfüllung heraus. Das ist der absolute Schlüssel. Mein Name ist Patricia Dender, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wie großartig und wundervoll du bist, wie machtvoll und kraftvoll du bist und wie du mit dieser Macht und Kraft, die Gott gegeben hat, die in dir wohnt, alles manifestieren kannst, was du möchtest. Das Leben deiner Träume, die Beziehungen deiner Träume, die finanzielle Situation deiner Träume, den Erfolg deiner Träume, deine Identität deiner Träume. Weil du bist hier dafür gedacht, um zu wissen, wie großartig, göttlich, erwünscht, gewollt und machtvoll du bist. Und dieser ganze Schmerz, der dir bis jetzt im Leben begegnet ist und was dich auf diesen Pfad gebracht hat, auf diesen Weg gebracht hat, um zu wissen, wie ich manifestiere, der hat diesen einen Sinn, dass du dich selbst erkennst, dass du weißt, wer du bist in Wahrheit und dass dein Ego das auch weiß. Weil nur wenn du dieses Wissen in deinem Verstand, in deinem Ego fest verankerst und loyal zu dir bist, werden sich die Dinge im Außen zeigen. Was meine ich mit Loyalität? Loyalität zu deinem Wunsch. Loyalität zu dir selber, zu deinem Divine Design. Und wenn dein Ego dich immer wieder abbringt und dir sagt, irgendwas ist nicht gut genug, irgendetwas stimmt mit dir nicht, irgendetwas hast du nicht verdient, irgendeinen Fehler hast du gemacht, dann ist es dein eigenes Management, deine eigene Loyalität, deine eigene Überzeugung, die dich bei dir hält, sodass das Leben dir im Außen reflektieren kann, dass du tatsächlich diese Identität verkörperst. Und auf diesem Weg zur Verkörperung, Verkörperung ist ein Seinszustand, den du mit diesem Körper auf dieser Welt dokumentierst. Du bist für alles gedacht. Du bist für das Größte gedacht. Du bist für das wunderbarste Leben gedacht. Nur wenn dein Verstand daran zweifelt, wenn dein Verstand aus lauter Angst immer wieder Zweifel an die Oberfläche bringt, wird er dich immer wieder sabotieren und dich in einen Seinszustand katapultieren, wo die Dinge fehlen, wo Mangel ist, wo du nicht da bist, wo du hingehörst. Du bist im Mangel, weil du nicht weißt, wer du bist, weil du es vergessen hast, weil du dran zweifelst. Und diese Zweifel, die können nur aufgelöst werden durch ein unerschütterliches Wissen in das Prinzip des Divine Designs, in das Prinzip des Ich bin göttlich, in das Prinzip Ich bin Realität. In das Prinzip, es gibt nichts, was außerhalb von mir entsteht. Und hier geht es wirklich darum, zu erkennen, dass das, was im Außen war und ist, einzig und allein immer wieder dazu dient, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, dich in deine eigene Power zurückzukatapultieren, in deine Selbstliebe, in deine Selbstanerkennung, in deine Selbstwertschätzung als Schöpfer dessen. Und Wertschätzung ist das Gegenteil von Selbstverurteilung. Und diese Selbstverurteilung hat keinen Platz in deiner Divine Design Identity. Und das Ego ist darauf programmiert, dir immer wieder zu sagen, dass es nicht stimmt, weil es dich im Außen reflektiert, weil du dich selber relativierst mit deinen eigenen Denkkonzepten und Denkmustern. Und die einzige Möglichkeit ist ein kompletter Ausstieg aus deiner Vergangenheit, aus deiner vergangenen
menschlichen Identität, die eben genau das kreiert und manifestiert hat, was du erlebt hast. Dich trifft keine Schuld. Es ist der Weg. Das ist nicht ein Weg des Schuldigen, das ist nicht ein Weg des Bedauerns, des Selbstmitleids, sondern das ist ein Weg des Erwachens. Und dieses Erwachen muss wach bleiben. Und du bist dir selber loyal verpflichtet, dich wach zu halten und nicht mehr in einen tiefen Schlaf einer ausgelieferten, entmächtigten, kraftlosen Identity zu holen. Und das geht über Bewusstsein. Du bist dir bewusst, wer du wirklich bist. Du bist dir bewusst, was du denkst und denkst bewusst aus deinem Divine Design Selbstkonzept heraus. Und damit du das kannst, musst du es lernen. Du musst es wissen. Du musst trainieren. Und jedes Mal, wenn Schmerz von außen kommt, wenn scheinbare äußere Niederlagen kommen, wenn sich Mangel im Außen zeigt, genau dann bist du wieder aufgerufen, zurückzukommen zu dir, in deine Kraft, in deine Macht und in deine Power. Und es ist so einfach und auch so verlockend, in eine Opfermentalität einzusteigen, weil der Schmerz so groß ist, weil die Angst so groß ist. Und dieses zu managen, das ist von dir verlangt. Diese Loyalität dir gegenüber, die muss dir wichtiger sein als alles andere, was du tust, um dich eben zu sabotieren. Und häufig ist ein großes Missverständnis gegeben, wenn es heißt, ich kümmere mich nur um mich. Und das heißt nicht, dass ich alle anderen oder das Leben da draußen ignoriere, sondern dass ich es reflektiere und in mir transformiere. Und das bedeutet nicht, dass du dich zurückziehen sollst aus deinem Umfeld, aus deiner Arbeit. Dieses Retreaten ist nur ein Pflaster. Ab und zu mal brauchst du einen Retreat, ab und zu mal brauchst du einen Rückzug, aber der darf nicht auf Kosten deines Lebens gehen, auf Kosten deiner Beziehungen, auf Kosten deiner finanziellen Situation. Da musst du für dich weiterhin da sein, sorgen und loyal sein, dass du versorgt bist. Und alles andere von dir abzustoßen und zurückzuweisen und nicht mehr zur Verfügung zu stehen für das Leben da draußen ist falsch. Du stehst zur Verfügung für das Leben da draußen, aber in deiner Divine Design Identity. Und das ist ein täglicher Prozess, dass du nicht aussteigst aus deiner Manifestation, weil wenn du glaubst, du steigst aus, steigst du ein in das Ungewollte, in die Angst und das Unerwünschte, in den Schmerz, in die Opferhaltung. Es gibt kein Aussteigen. Es gibt kein Aussteigen. Es gibt kein Retreat. Du bist immer hier, du bist immer präsent, du manifestierst immer, du bist immer die Energie, die du bist. Und du musst nur aussteigen aus deiner falschen Identity. Aussteigen aus deinen falschen Gedanken, aussteigen aus deinen falschen Glaubensmustern über dich selber, über dich als Schöpfer, Kraft, Macht hier in diesem Leben als Manifestor. Weil du tust es immer, deswegen kannst du nicht aussteigen aus dem, was du bist. Weil solange du bist, bist du. Und du hast die Wahl, jeden Moment die Wahl zu treffen. Du hast die Kraft, die Power, jeden Moment die Wahl zu treffen, wer du jetzt bist. Und wer du jetzt bist, wird dadurch festgelegt, wer du sagst zu sein in deiner Kraft, Macht und Power. Und weil das Ego immer wieder dazwischen kommt, weil das Ego immer wieder sagt, nein, du bist es nicht, nein, so ist es nicht, schau doch da draußen, schau auf dein Bankkonto, schau auf die Menschen, wie sie auf dich reagieren, schau, schau, schau. Und dann wird dein Fokus abgelenkt nach außen, wo die Dinge nicht sind,
die du bist, wo du es noch nicht sehen kannst, weil du immer wieder hin und her wankst und schwankst. Und diese Loyalität dir gegenüber, dieses Commitment, das darfst du niemals aufgeben. Wenn du dich aufgibst, wenn du dich fallen lässt, weil es gerade zu schwer ist, geht es nicht darum, dass du dich fallen lässt, in einer Identität des Opfers ausgeliefert zu sein, zu kämpfen, in Widerstand zu gehen, sondern genau all das fallen zu lassen. Und das geht momentan, in einem Moment, wo du die Entscheidung triffst. Alles geht so, wie ich es sage, weil es geht immer so, wie ich sage. Und jetzt bin ich loyal zu dem, was ich haben will, was ich sehen will, was ich fühlen will, was ich verkörpern will, was ich in die Welt bringen will. Und das ist der Weg. Und du kannst es nicht brechen. Wenn du dich jetzt irgendwo in einer Situation wiederfindest, wo du denkst, da gibt es keinen Ausweg, bist du der Ausweg. Du in dir selber, deine Macht, deine Kraft, dein Divine Design kann alles lösen. Nur wenn du aussteigst und immer wieder aussteigst und einsteigst und aussteigst, dann scheint es dir wie ein endloser Prozess. Aber dieser Prozess ist nicht endlos, sondern dein Schwanken ist endlos. Deine Inkonsequenz ist endlos. Deine Selbstsabotage ist endlos, wenn du dein Divine Design Selbstkonzept aus deinem Soul Blueprint nicht verankert. Das ist einfach der Weg, der zu gehen ist. Und dieser Weg ist unglaublich schwer, weil das Außen so real scheint und wir immer wieder dieses Bedürfnis haben, zu reagieren gegen uns und dann alles so zu manifestieren, dass wir Recht haben, dass die Welt, dass das Leben, dass die Menschen in diesem Leben nicht für uns sind, sondern gegen uns. Und erst wenn du vollkommen all in bist für dich, no matter what da draußen, no matter what, was sich zeigt, und du bleibst und bleibst und bleibst bei dir in deiner Wahrhaftigkeit, in der Liebe, Loyalität für dich, für deinen Fokus, für deine Macht, für deine Kraft, sie darauf hinaus zu richten, was du haben möchtest. So geht es. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil die emotionale Ladung der Vergangenheit, solange die da ist, und du sie nicht gelöst hast, wird sie dich immer wieder zurückholen. Und oftmals ist dieser Lösungsprozess ein langer Prozess scheinbar, weil ich tiefer und tiefer hinein muss. Und ich traue mich oft nicht, weil ich Angst habe, dass ich was falsch machen könnte, weil ich Angst habe, dass ich was verlieren könnte, weil ich Angst habe, dass die Welt außer mir im Außen zusammenbricht. Und sie sieht manchmal so aus, als ob sie zusammenbricht. Aber dieser Zusammenbruch des Alten muss von dir gefeiert werden, wenn die Dinge, die du nicht mehr haben willst, ein Leben, das du nicht mehr haben willst, zusammenbricht, heißt es nicht, dass alles kaputt ist. Im Gegenteil, es heißt, dass das, was du nicht mehr möchtest, nicht mehr da ist. Aber du bist noch da in deiner neuen, wahrhaftigen Identity, die dir jetzt so klar und bewusst ist. Weil dieser Prozess nicht ein Kuschelprozess ist, sondern ein Prozess, wo genau das hochkommt und wegbricht, was du nicht willst, was dir Angst macht, woran du aber festhältst, ist es so wichtig, dass du dir erlaubst, einen Raum zu finden, in dem du sicher und begleitet bist und dass du in diesem Raum bleibst, dass du da bleibst, dass du bei dir bleibst. Und da musst du dich selber so managen, dass du das Umfeld hast, wo du gehst und wo du bleibst, wo du gehst und wo du bleibst, für dich. Für dich. Und das sind meine Räume. Das ist das Divine Design Soul Blueprint Programm, für das du dich jetzt heute noch und jetzt muss ich gerade am Kalender schauen, heute, morgen und übermorgen bis zum 31. Mai noch anmelden kannst. Da drin passiert die Magie, da drin bist du sicher, da drin transformierst du
Und zwar komplett, wenn du bleibst, wenn du bleibst. Und wenn das noch nicht für dich ist, dann geh und schau dir zuerst mal diese sabotierende Ängste an, transformiere die, komm in die Power der weiblichen Alchemie, wo ich dir aufzeige, wie du mit dir umgehst, angstfrei, sodass sich die Dinge, die sich dir im Außen immer wieder zeigen, nicht mehr zeigen. Dafür kannst du dich auch noch anmelden, die Power der weiblichen Alchemie. Alle Links zu diesen Programmen findest du unter diesem Video. Und wenn das immer noch zu viel ist, dann komm in die, wir sind die Mind Design Community. Da bist du auch in einem Raum, der ist zwar nicht so eng begleitet wie die anderen Programme, aber du bist auch begleitet. Du bist da, du bist für dich da in diesem Raum, der von dir gefüllt werden muss. In diesem Sinne hoffe ich, mit dir geholfen zu haben, mit diesem Video dir noch mehr Klarheit über deine Macht, deine Kraft, deine Power gegeben zu haben und dass du für dich da bist. Und zwar in dieser Liebe, die wahrhaftig ist und nicht in einer rückzugsangstvollen, schamvollen Identität. Like, teile bitte meine Videos. Sie sind lebensverändernd für die Menschen, die diese Nachricht jetzt empfangen können. Weil diese Nachricht kommt von Gott. Das ist die göttliche Wahrhaftigkeit, die für dich gedacht ist und die mit dir resoniert und die mit jedem Menschen resoniert, weil wir alle sind verankert in unserem Divine Design Soul Blueprint. Das ist unsere Seele, das ist unsere Wahrhaftigkeit und die gilt es hier rauszuschälen und zu leben und zu erleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.